Man macht direkt weiter. Jetzt habe ich gar nicht auf die Erfolge geachtet. Scheiß drauf. Durch die Erfolge durchlesen bekommen wir sie auch nicht. Findet ihr nicht? Wir sind wieder... Vielleicht kommt jetzt wieder eine atemberaubende Videosequenz. Maybe? Maybe not? Sometimes? Okay, das war jetzt ein 20-Minuten-Part. Das heißt, ich kann bis zum... Wir haben in der Ödnis eine Protoss gefangen genommen, meine Königin. Sie sagt, sie sei eine Forscherin. Lolz. Ich habe dir nicht befohlen, Gefangene zu machen. Abatur hat darum gebeten. Er will sie sezieren. Warum? Genetisches Material der Protoss wird er nicht nutzen können. Er experimentiert gerne. Lasst sie leben. Sie kann vielleicht noch nützlich sein. So, wir wissen natürlich sofort, wer das ist. Deswegen sprechen wir die mal an. Was machen eure Leute hier? Wir erforschen diesen Mond, ob die Rotation verändert, sein Klima verbessert werden kann. Versteht ihr nicht? Wir sind nur Kolonisten und ihr tötet uns! Ja, und wenn ich dich leben lasse, rufst du die Goldene Armada und sie werden mich töten. Tausende töten, um euch selbst zu retten? Wie könnt ihr das rechtfertigen? Ich rechtfertige nichts. Es gibt kein richtig oder falsch. Deine Leute haben Milliarden von Zerg getötet. Unser aller Hände sind von Blut bedeckt. Vielleicht klebt an meinen mehr als an deinen. Aber letzten Endes sind wir beide Mörder. Das war jetzt mein Spruch, der sich gewaschen hat. Nafashs Brot lebt wieder als Teil des Schwarms. Als die Protoss zugeschlagen haben, hat sie sich in die Eistäler zurückgezogen. Die Protoss jagten sie. Sie war schlau, vorsichtig und zäh. Doch sie machte einen Fehler. Sie rannte davon. Und trotzdem hast du vorhin fast geheult. Ich habe mir schon immer gewünscht, Protoss-Knochen zwischen meine Klauen zu zerbrechen. Darf ich? Nein, Zagara. Du denkst doch nicht daran, Gnade walten zu lassen? Gewalt ist nur ein Mittel. Ich setze sie ein, wenn es nötig ist. Ein Anführer nutzt für jede Aufgabe die richtigen Werkzeuge. Das ist eine terranische Denkweise. Die Zerg nutzen keinerlei Werkzeuge. Für einen Anführer ist alles und jeder ein Werkzeug. Tja, schon wieder gefickt. Yay. Ja, ja. Erzähl mir von deiner Arbeit. Sehe Fleisch, sehe nur Potenzial. Stränge, Sequenzen, verdrehen, zertrennen, zusammenfügen. Möglichkeiten für Verbesserung identifizieren, Fleisch essen, Knochen splittern. Wenn in mir, kann es berühren, verweben, nutzen, großartig machen. Aber nicht perfekt. Nie perfekt. Perfektion ist Ziel, das sich ändert. Bleibt nie gleich. Kann anstreben, kann nicht erreichen. Du hast einen Nutzen, das steht fest. Und du hattest gerade eine lustige Stimme, Kerrigan. Und die Scheibe ändern wir mal. Iod-Wasserstoffgalle. Erhält plus 8 Schaden gegen leichte Ziele. Ein Anstieg von 50%. Ja, ja, nice. Im Klartext, sie erhalten einfach unendlich viel aus. Unendlich. Boah. Krebeklon. Nee. Das hier gefällt mir sehr gut. Das nehme ich auch. Ich krieg Schluck auf. Glaube ich. Gehen wir mal hier hin. Noch 2 Punkte. Mission. Die Protoss versuchen immer noch Shakuras über unsere Anwesenheit zu unterrichten. Sie bereiten all ihre Shuttles vor, um sie durch ihr Warp-Netzwerk nach Shakuras zu bringen. Mission starten. Das heißt... Ladebalken.
Oh, Ladebalken, wie du unsere Zeit stiehlst, vor allem mit einem Aufnahmeprogramm. Weil das Aufnahmeprogramm einfach viel Leistung braucht. Sehr viel Leistung. Aber ich hab mal, jetzt einfach, weil ich halt nicht durchgehend Stack of 2 hörte für Swarm durchletzblenden kann, wegen Festplattenkapazität. Unruhen im Haus habe ich mal wieder Wings of Liberties gespielt und da ist ein Grafikunterschied. Boah. Den merkt man so nicht, aber boah. Die Protoss bereiten all ihre Shuttles für einen Start vor. Eine Warp-Verbindung. Auf der anderen Seite kann ich Millionen Protoss spüren. Shakuras. Wenn auch nur ein Shuttle es hindurch schafft, wird es in Reichweite von Shakuras gelangen. Das darf nicht geschehen. Wir sollten sie vernichten. Nein, das würden sie bemerken. Wir können nur versuchen zu verhindern, dass ihre Shuttles die Verbindung erreichen. Na, Faschshydralisken. Abatur, nimm ihre Essenz in den Schwarm auf. Hydralisk wiederhergestellt. Metamorphose von Larve. Ich brauche mehr Hydralisken, um diese Shuttles zu vernichten. Yay, Hydralisken. Da sind doch welche. So. Ich hab doch hier... Hä? Da waren doch welche. Hab ich doch genau gesehen. Wir sollten mehr Hydralisken erschaffen, um die feindlichen Lufteinheiten auszuschalten. Wir sollten aber auch erstmal überhaupt was erschaffen. Und das hier können wir eingraben. Raus damit! Okay. Der Schwarm schläft nie. Wir haben nicht viel Zeit. Los jetzt! Doch. Diese Welt gehört... Was jetzt? So, die platzieren wir mal dahin. Der Schwarm ist hungrig. Sehr hungrig sogar. So. Meine Königin, die Protoss haben ein Shuttle entsandt. Es befindet sich auf dem Weg zu einer Warp-Verbindung. Zu einer? Nicht, wenn ich da noch ein Wörtchen mitzureden habe. Wir werden das Shuttle zerstören. Das hatte ich auch vor, Kerrigan. Das hatte ich auch vor. Und ich wollte irgendwas sagen, was sogar wichtig war, in irgendeiner Art und Weise. Doch, ich hab's vergessen. Wir brauchen mehr Mineralien. Ja, jetzt bräuchte ich so ein passendes Meme-Bild. Genau dieses, was so seitlich schielt. Vielleicht wisst ihr, welches ich meine. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. Nein, werden wir nicht. Aber das geht mir irgendwie voll auf den Sack, dass ich hier die Viecher nicht mal anklicken darf. Wo bist du dran? Im LP, du Bob. Du hast meine Aufmerksamkeit. Ich bin doch auf D&D. Wieso kann der mich stören? So ein Penner ist das. Ich mord ihn nicht. Wir brauchen mehr Mineralien. Der nervt mich. Ich kick den echt. Oh, zum Glück ist hier. Ich bin doch D&D. So. Überraschung. Kein Entkommen. Und weiter vorrücken. So, hier sieht's doch langsam. Wir brauchen mehr Mineralien. Da ist irgendetwas. Und das schaue ich mir jetzt an. Wenn die nicht alle so arschlangsam wären. Noch ein Warp-Field. Das ist auf da hinten. Hier kommt noch. Wollte mich verlachsen. Wir haben nicht viel Zeit. Ernsthaft flachsen. Ich mach das hier erst fertig. Denen. Greift den Schwarmstock an. Unsere Shuttles müssen entkommen. Ihr werdet dieser Eiswelt niemals entkommen.
Ja. Nichts stellt sich in den Weg. Ja. Was war? Meine Königin, die Protoss sammeln biologische Proben und bewahren sie in diesen Stasiskammern auf. Wenn möglich, zerstören wir die Lager und beschaffen uns die Biomasse. Und wo sind die? Wie komme ich dran? Du hast meine Aufmerksamkeit. Keep cool. Erstmal 6 Zerklinge, weil ich es kann. Muss man sich vorstellen, das wäre ein perfekter Russian Multiplayer. Der Schwarm schlägt. Wer hat dich gefragt? Deine Mama hat dich gefragt. Los jetzt! Die Protoss haben ein weiteres Shuttle auf den Weg gebracht. Dieses Schiff wird von Kampffliegern eskortiert. Ihr könnt uns nicht alle aufhalten, Kerrigan. Doch. Kann ich. Das kann ich sogar sehr gut. Denke ich mal. Eventuell. Manchmal. Sonntags. Nee, wir haben gar keinen Sonntag mehr, wir haben Montag. Okay. So. Dann müsste das voll auszureichend sein. Kann ich dem Shuttle nicht entgegenkommen? Und hab hier so weg viel. 1, 2, 3. Noch mehr von denen. Hydralisken sind immer geil. Ja. Ja, findest du auch? Ja, gut. Was soll man jetzt kommentieren eigentlich? Shuttle kommt? Ich komme. Shuttle da? Ich auch da. Shuttle tot? Ich lebe. Der gehört mir. So? Vorwärts. So? Das wirst du... Was jetzt? Fertig. Und jetzt probiert ich mal aus, ob es mit Zerklingen alleine reicht. Boah, ist ja eine richtige Armee von Zerklingen. Wetten, als nächstes kommt jetzt noch Berserk und Stalker als Bodentrupp, die helfen sollen. Aus die bekommen die doch. Wenn nicht, dann gibt's kein Essen mehr. Vielleicht wir die Stasis kommen. Krieg sogar Verstärkung. Gibt's hier nicht irgendwo, wo man die Protoss bereiten einen Angriff auf unseren Schwarmcluster vor. Große Menge an Biomasse. Nützlich. Kann Schwarm verbessern. Ja. Nimmt sie auseinander. Wer hat dich gefragt? Nein. Der Schwarm schläft nie. Wir haben nicht viel Zeit. So. Was mache ich? Noch mehr hier müssen. Ich höre. So lang jetzt, wo lang? Hä? Auf der Rampe? Raus damit! Okay. Nimmt sie auseinander und gehabt. Lasst uns das hinter uns bringen. Nichts stellt. Der Schwarm ist hungrig. Sehr hungrig sogar. Diese Welt gehört mir. Das ist geil. Warpfields. Los jetzt! Weiter vorrücken. Der Schwarm schlägt. Die Protoss haben ein weiteres Shuttle gestartet. Es bewegt sich auf einen unbekannten Ort zu. Sie aktivieren mehr Warp-Verbindungen. Ich spüre zwei weitere. Zwei weitere. Ein weiteres Lager wurde zerstört. Was hatten die Protoss mit all dieser Biomasse vor? Meine Aufmerksamkeit. Lasst uns das hinter uns bringen. Wenigstens ist das bei mir unter Kontrolle. Wirklich jetzt? Das ist nett.
Ich höre. Was ist das? Eine Basis. Geil, die nehme ich mir jetzt. Jetzt gleich, nach dem Shuttle. Los jetzt! Wollen die mir etwa Angst machen? Wir brauchen mehr Overlord. Ich mache jetzt eine Overlord-Invasion. Wir haben nicht viel Zeit. Ja, es ist tot. Diese Welt gehört sterben mir. Viel geiler. Das finde ich so geil, wie die sterben. So. Nichts stellt sich mir in den Weg. Wasser? Was? Ich will nicht hier die Pflanze skalieren. Lasst uns das hinter uns bringen. So, jetzt haben wir noch eins. Und das mache ich typisch zergig. Weg. Raus damit. Ich versuche mal nur so einen Zergcrush. Der Schwarm schläft nie. Und meins? Dieser Schwarmcluster gehört jetzt dem Schwarm. Und das ist sogar sehr gut. Wir haben nicht viel Zeit. Bringt das um, das geht mir irgendwie voll auf den Sack. So, ich gehört mal dazu. Da. Hi. Am Ende müssen wir das eh zerstören. Ah, ich sehe. Ich höre. Macht es einfach kaputt und ignoriert jeden anderen. Wenn das klappt, dann klappt's. Das war die letzte Stasiskammer. Level 21. Werde Biomasse untersuchen. Absorbieren. Schwarm verbessern. Was war das? Internet Reset. Wunderbar. Herzlich willkommen beim Let's Play und ihr habt gerade mein Internet Reset miterlebt. Ja, nerv nicht. Ja, ist ja gut. Noch mehr Hydralisten. Ich denke mal, das werden gerade hier in der Mission die Haupteinheiten sein, deswegen. Und ich habe einen Schnitt vergessen, deswegen mach ich mal spontan ein.